Servus Leute, ich bin der Sigi vom Ammersee und wir haben absolut beschissenes Wetter. Ich habe noch eine Stunde bis zum Sonnenuntergang, aber von dem werde ich heute nichts sehen. Eher so eine Schlechtwetterfront, die werde ich gleich sehen, weil die zieht jetzt enorm schnell hier rüber. Es ist windig, es schneit ein bisschen, also die schlechtesten Bedingungen, um ein Foto zu machen. Ich mache es aber trotzdem und ich zeige euch, dass es geht. Ich hoffe zumindest, dass ich es zeigen kann. Und wie ihr sehen könnt, der Ammersee kann auch Wellen. Windsurfen müsste man halt können jetzt, ne? Dieser Strandabschnitt, dieser Uferbereich hier unten im Süden vom Ammersee auf der Ostseite ist sehr naturbelassen. Und wie ihr sehen könnt, da liegt Treibholz, das wurde irgendwie angeschwemmt hier durch den Sturm. Das sollte jetzt mein allererstes Foto sein. Das wird so ziemlich rotzigen Charakter haben, weil so schaut es halt hier auch gerade aus. Gut, packe ich mal schnell die Kamera aus. Los geht's. Fürs Erste werde ich dieses Foto jetzt mit dem Weitwinkel schießen. Und so kurz der Check. Hochkantformat macht Sinn, weil ich da die Sonne ein kleines bisschen erahnen kann. Also die spitzelt da so ein bisschen durch die Wolken durch. Das mache ich jetzt mal ohne Filter, um einfach mal zu sehen, wie das Bild wirkt. Und im Hochkantformat. Habe jetzt natürlich keinen L-Winkel dabei, glaube ich zumindest. Ich mache es jetzt aber schnell so, bevor die Sonne komplett weg ist. Stell mir die Kamera auf. Steht die safe? Ja, nicht so. Jetzt. Okay, ich kann näher rangehen. Wow, die Wolken schauen schon richtig cool aus. Ich muss noch ein bisschen mich verstellen. Ein bisschen weiter rein. So, jetzt gehen wir an die Einstellungen. Und sorry, wenn ich brülle, aber hier ist es so laut vom Wind her. Ich stelle mir die Auslöseverzögerung als erstes ein. 2 Sekunden. Zack. Bin im manuellen Modus. Weißabgleich. Was machen wir da für einen? Sonnig? Da ist ja alles blau. Nee. Geht nicht. Ich bleibe mal im Automatik. Scheißegal. Das mache ich nachher. So, jetzt suche ich mir hier noch den Perspektive aus. Horizont ist in dem Fall jetzt mittig, aber so kriege ich da die schönen Konturen von den Wolken mit drauf. Ich bin jetzt auf einer, sagen wir mal, 6er Blende und 125. Belichtungszeit. ISO 160, machen wir 200. Also 125. 6,3 Blende, ISO 200. Baumstamm ist anfokussiert, automatisch, bam, fertig. Sieht halt jetzt wieder nach gar nichts aus, ne? Mist. Jetzt mal mit dem Polfilter, vielleicht bringt mir der irgendwas für die Wolken. Next try. So, das ist jetzt der Polfilter auf dem Filterhalter drauf. Schrauben wir mal schön fest. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, drehen wir das Display um. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, an dem Rädchen hier oben oder hier unten zu drehen, um das Wasser ein bisschen durchsichtiger erscheinen zu lassen, beziehungsweise dass die Reflektionen rausgehen. Durch den Polfilter ist jetzt mein Bild auch insgesamt dunkler geworden. Das heißt, ich gehe mit der Belichtungszeit ein kleines bisschen nach unten. Jetzt bin ich auf 1/60. Jetzt drehe ich hier mal an dem Filter. Mal schauen, was passiert. Das Wasser wird dunkler. Und das ist das, was ich hiermit erreichen will. Ja, da kann man die Steine ganz gut so erkennen. Finde ich ganz cool. So, mal mit Polfilter. Boom. Also der Polfilter, der bringt schon was. Aber das Bild ist irgendwie noch Murks. Ah, ich war in diesem APS-C-Modus. Jetzt, Freunde, jetzt reden wir richtig hier. Jetzt kriege ich dich richtig drauf. Weil ich so einen super tollen Filterhalter habe, kommt jetzt auch noch mal einen D-Filter drauf.
Ja, und da ich jetzt hier komplettes Schmuddelwetter habe, nehme ich auch nur den 1.8er ND-Filter her. Setze den vors Objektiv. Der 3.0er wäre viel zu stark. So, dann nehmen wir die nochmal her. Und der glättet mir jetzt die Wellen, um mal einfach zu sehen, ob das hier irgendwas ausmacht. Der Pullfilter macht auf jeden Fall schon mal seinen Dienst. Ist die jetzt eingefroren hier? So. Bildkomposition passt. Ich gehe mal auf ISO 100. Und von der Belichtungszeit her bleibe ich mal so auf 20 Sekunden. So, manuell fokussiert habe ich. Dann machen wir das erste Rotzfoto, sage ich mal, das erste richtige Rotzfoto hier am See. Mittlerweile fängt es auch das Schneien an. Ah, wunderbar. Aber die Schlechtwetterfront kommt immer näher. Die kommt vom nördlichen Ende des Ammersees und zieht hier richtig schnell hierher. Es wird hier noch ein schönes Unwetter geben. Mit viel Schnee hoffe ich. Ah. Oh, Bild ist auch schon fertig. Okay, sieht hier überhaupt nicht mehr nach Sturm aus. So, jetzt haben wir aber dann auf jeden Fall mal den Unterschied zwischen ohne Filter, mit Polfilter und Polfilter mit ND-Filter. Und zwar der 1.8er ND-Filter. Okay, Bild ist im Kasten. Oder eins nochmal im Querformat, komm. Eins geht bestimmt noch. Ich muss jetzt natürlich den Polfilter dann wieder neu drehen. Wow, mit Querformat kommt das doch auch recht stylo. Und ich müsste näher ran. Hier habe ich diesen schönen, wunderschönen Stein. Wunderbar. Hier auf 16 mm, Freunde. Und da rüberwärts, weil ich möchte nichts von den Bäumen und dem Ufer da hinten haben. So, Freunde, so will ich es haben. Ich bin total heiß hier schön aufs Fotografieren. Bei so einem beschissenen Wetter war ich noch nie draußen. Also hier zumindest nicht am See mit dem Fotoapparat. Ach, ich muss meine Kameratasche zumachen. Mist. So, ist das jetzt hier was geworden? Schnell reinschauen. Wuhu! Geil. Karibik, Freunde. Und da hinten kommt ein richtig geiles Unwetter an. So, ich gehe mal trotzdem weiter. Ich lasse, glaube ich, den Filteradapter da gleich drauf. Scheiß drauf. Oh, ist schon alles nass hier geworden. Ja, das lasse ich alles so, wie es ist. Geht schneller. Braucht den ja sowieso gleich wieder. Kriege ich halt nur das Ding nicht irgendwo in die Tasche rein. Ah, muss ich umdisponieren. Leichte Hektik, aber ich krieg schon hin. So, hat alles seinen Platz. Weiter geht's. Ja, was haben wir denn da Schönes? Die Wurzel, die kenne ich doch von Instagram. Und das alles hier am Ammersee. Schön. Boah. Ich habe ja schon ein paar Fotos von diesem abgestorbenen Baumstamm gesehen. Aber die waren halt alle bei bestem Wetter. Absolut gutes Wetter war das. Boah, das wird schwer, das Ding zu fotografieren. Ich zeige es euch mal. Ihr seht, hier ist kein Platz großartig. Man muss hier sehr, sehr weitwinklig fotografieren, wenn man diesen Baumstamm da nicht mehr drauf haben will. Boah, das wird schwer. So, und zunächst mache ich so, dass ich das Ganze erstmal aus der Hand wieder fotografiere, dass ich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme. Oh, dann muss ich jetzt die 2 Sekunden Auslöseverzögerung wieder ausmachen. Gehe jetzt hier auch mal in den automatischen Autofokus.
So, erstmal anschauen. Wow, wow, wow. Das könnte hier schon echt gut aussehen so. Das Coole ist, wenn ich das jetzt hier ohne Filter fotografiere, man sieht halt das Wasser drüber schwappen. Das hat so jetzt noch keiner gemacht. Und damit ich das Wasser einfriere, gehe ich mit der Belichtungszeit einfach mal hoch auf 1/250. Wenn ich das Ganze auf einer 6er Blende fotografieren will, jetzt zum Beispiel, muss ich halt die ISO entsprechend hochdrehen auf 1250. Aber was jetzt auch ganz gut kommt, glaube ich, wenn ich jetzt das Ganze mit dem ND-Filter noch fotografiere, weil die Wellen ja da teilweise drüber schwappen und die kommen so im 6-7 Sekunden Takt an und das könnte ganz cool sein, weil dann fließt das Wasser so schön über den Baumstamm da drüber. Ich mach's mal. Ich mach's auch mit dem 1.8 ND-Filter. Reinschauen, alles dunkel, shit. Alles klar, muss ich halt hier ewig lang belichten. Jetzt nochmal schauen von der Kameraposition, ich muss auf jeden Fall höher kommen. So in etwa. Mir macht sie echt wieder dieses schwere, aber sehr stabile Stative ausbezahlt, weil die Kamera echt safe steht. So. Ganze jetzt hier in die Waage bringen. Ich platziere hier den Kopf von dem Baumstamm in die rechte obere Ecke, ins rechte obere Drittel. Gut, jetzt gehen wir mal runter mit der ISO auf 100. Und die Belichtungszeit drehe ich hoch. Auslöseverzögerung habe ich auch drin. Und jetzt wähle ich mir noch den Focus Point aus. Das ist in dem Fall jetzt der Baumstumpf oben. Das ist jetzt hier bei mir mein Fokuspunkt. Jetzt kommt noch mal ein Wellenset. Bam! Jetzt. Ah. Da passiert wenigstens ein bisschen was. Ich bin jetzt auf 0,8 Sekunden Belichtungszeit. Und somit ist das ein bisschen verträumt, aber immer noch cool. Bam! 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 Jetzt habe ich einen Lauf. Die schönsten Ergebnisse habe ich tatsächlich so bei einer halben Sekunde. Weil dann sieht man noch das Wasser drüber schwappen. Und so ein Bild hat nicht jeder. Normalerweise mache ich ja nicht so viele Fotos, aber das ist halt einfach Glückssache, dass man die Welle schön erwischt. Aber dann habe ich eben dieses leicht verträumte und stürmische. So wie ich halt auch bin, ne? Wenn ich es nicht wüsste, würde ich auf den ersten Augenblick denken, hey, der ist am Meer. Aber ich bin hier nur am Ammersee und da hinten gibt es gleich ein Gewitter und einen Schneesturm. Ich sehe das andere Ufer da hinten gar nicht mehr. Ich sehe auch keine Leute hier. Normal gibt es hier ab und zu Spaziergänger. Ah. So, jetzt bin ich beim neuen Fotomotiv angekommen. Aber das Wetter wird immer schlechter. Es ist gleich richtig dunkel hier. Und jetzt macht es tatsächlich für mich keinen Sinn mehr, hier ein außerordentlich tolles Foto zu machen. Von daher packe ich jetzt zusammen, komme an einem anderen Tag hierher. Auch wieder zum Sonnenuntergang, weil ich denke mal, die Sonne geht genau hinter diesem Baumstumpf da unter. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Gebt mir gern Like für das Frieren heute Abend. Und jetzt sage ich nur noch Servus, euer Sigi vom Ammersee und bis zum nächsten Video. Bam!